Hey Leute, was geht? Herzlich willkommen hier zurück bei MySheesh. Wir haben heute mal wieder einen neuen Tabak und es geht heute um Amosa Great Mint. Ja, der Tabak ist ziemlich im Hype aktuell oder war im Hype, ist im Hype, war im Hype. Ihr wisst, was ich meine. Amosa, habe ich gehört, ist aus Infinity entstanden. Ja, und Infinity heißt jetzt eben Amosa. Great Mint, der Flavor, ja, sollte, denke ich, jedem von euch was sagen. Das ist ein Traube Minze und das Ganze ist TPD 2 konform, trotz der Minznote. Das beruht darauf, genauso wie Holster das gemacht hat, die haben quasi einen Menthol- oder Minzaromastoff entwickelt, der nicht bei der TPD 2 verboten wurde. Wundert euch übrigens nicht über die Kohlen, dass die so komisch aufgestapelt sind. Ja, Kalaut Lotus 1 Struggle, holt euch einen 1 Plus, dann passen die Kohlen auch rein. Ist jetzt hier immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, aber ja, es geht. Quatsch mal nicht lange drum rum. Das Ganze kostet für 200 Gramm 17,90 Euro. Die Dose, muss ich auch sagen, war sehr gut gefüllt. Hier oben ist wie bei Hukain zum Beispiel diese Nutella-Folie drauf. Ja, ich nenne sie halt immer mit Nutella-Folie. Ja, hier seht ihr nochmal kurz die Verpackung. Da sieht man auch schon dran, was es sein soll, nämlich eine grüne Traube. Also eine eher süße Traube. Die dunklen sind ja immer herb, die grünen süß. Wir riechen mal da dran. Ja, man riecht halt eben direkt, was es sein soll. Ja, jetzt ist die Kohle reingerutscht. Man riecht halt direkt, was es sein soll. Eine Traube Minze. Aber ich finde, die Traube ist auf jeden Fall wesentlich stärker da als die Minznote. Die Minznote ist fast sogar schon verschwindend gering. Ja, zum Schnitt brauche ich, glaube ich, nicht viel sagen. Ist ein mittlerer Schnitt. Ihr habt ja, ja hier und da mal ein paar Ästchen, aber ja, nicht so, dass es sich nicht bauen ließe. Molasse, muss ich sagen, ist sehr, sehr gut eingezogen. Ja, ihr habt keine überschüssige Molasse. Ja, also nicht zu feucht, nicht zu trocken, genau, perfekt. Und dann würde ich sagen, ich zeige euch jetzt den Kopfbau im Schnelldurchlauf im Werkbund Zeus und dann, ja, rauchen wir das Ganze. So, willkommen zurück, Leute. Kopfbau habt ihr gesehen. Wir rauchen das Ganze heute in der VUCA mit Merkmund Zeus, Kalaut Lotus 1 und 3 Kohlen locker fluffig gebaut. So, dann versuche ich mal mir hier den Schlauch zu nehmen, ohne die ganze Pfeife umzureißen. So, und dann würde ich sagen, wir nehmen mal den ersten Zug vom Amosa Grape Mint. Rauchentwicklung, wie ihr seht, geht vollkommen in Ordnung. Ich glaube, da muss man bei einem heutigen oder bei den heutigen Tabaken, ja, kann man bei keinem mehr meckern, dass die Rauchentwicklung nicht passt. Ja, also die Rauchentwicklung ist okay. Zum Geschmack. Also die Minze ist, ja, würde ich behaupten, mittelstark. Die ist ganz okay. Ist nicht zu stark, nicht zu schwach. Ihr merkt auf jeden Fall, dass da eine Kühle drin ist. Ja. Der Tabak drückt und kratzt bis jetzt nicht. Ich habe auf ja, sehr gutem Noppenkontakt, fast sogar schon Vollkontakt gebaut. Also hitzeverträglich bis jetzt auch. Zur Traubennote. Die Traubennote vergleichbar jetzt mit dem Aquamenta Black and White, wobei man die kann man ja nicht so richtig vergleichen, weil der Black and White ist halt eine schwarze und eine weiße Traube und der Amosa Grape Mint ist nur eine weiße Traube.
Aber diese weiße Traubennote, diese süße Traube kommt ziemlich gut durch. Und ich finde, die schmeckt sehr ähnlich wie beim Black and White. Meiner Meinung nach könnte allerdings diese Traubennote ein Stück stärker sein, allgemein der ganze Tabak ein bisschen intensiver. Er ist jetzt keineswegs schlecht, ja. Es ist schon ein solider Traube-Minze-Tabak, aber meines Empfindens nach, wie gesagt, könnte die Traube ein bisschen stärker sein. Mir ist sie ehrlich gesagt ein kleines bisschen zu lasch, aber ja, das ist wie immer Geschmackssache. Ihr wisst, Tabak allgemein ist Geschmackssache. Und ja, für mich der beste Traube-Minze-Tabak bleibt weiterhin der Black and White. Ihr wisst, ich liebe den. Rauche den sehr oft, sehr gerne. Und ja, allerdings macht ihr mit dem Amosa Grape Mint auch absolut nichts falsch. Es ist ein guter, solider Traube-Minze-Tabak. Ja, wer jetzt mal wieder eine Traube-Minze rauchen will und auf grüne Traube steht, auf jeden Fall der Amosa Grape Mint eine gute Wahl. Und dann bleibt mir nichts mehr zu sagen, außer lasst mir gerne ein Like da, über ein Abo würde ich mich riesig freuen. Und ich hoffe, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein. Und bis dahin, macht's gut, bis zum nächsten Mal hier bei Maischisch.